Mir weiß genau, wer du vorhast. Du gehst da nicht rüber. Du filmst das nicht. Er hat sich nicht versehen. Das wird noch gemacht. Das ist ganz logisch. Da brauchst du auch nicht mit der Kamera draufhalten. Um Ausreden wieder nicht verlegen, ne? Mir ist keine Ausrede. Professor, der Netzgarantie, wie er heißt. Wirke, bitte. Außerdem ist heute Aufräumtag. Nicht Udos Fehler, kameramäßig festhalten. Das Gefühl, Udo, es könnte ein bisschen schief sein. Nein, das ist nicht schief, das ist nur optisch schief. Wer hat das vernünftig ausgerechnet? Netzhöhe mal Breite mal Länge. So, und dann ist das leider... das fängt genauso wieder an. Pass auf, nun lass mir das erklären. Netzhöhe mal Breite mal Länge. Was willst du mit der Formel berechnen? Die Festigkeit des Netzes. Fängt schon wieder gut an mit Ihnen. Wir wollten eigentlich nur im Aufräumen wirken und dann hast du das jetzt gesehen. Ich wollte es gestern noch machen. Eine Winkelverstärkung machen. Hier wächst da so ein dickes Okolytenhaar. Ja, der ist an der Brille vorbei. Ja, das ist schön, dass wir da Okolytenhaar. Bisschen schief ist der, ne? Hast du eine gerade Körperhaltung? Ja, wenn ich gerade stehe, dann habe ich eine gerade Körperhaltung. Du gleich nicht, weil du gleich fällst wie ein Sack Reis. Heute spielt das Netz systematisch überhaupt keine Rolle. Heute jetzt Aufräumtag mit Udo. Und das hat ich bin schon wieder so im Brass hier, fängt den Scheiß da, ne? Aufräumtag mit Udo und mit The State. So, und jetzt wird zwischendurch nicht auf das Netz gezeigt, das reicht jetzt. Das hat in 14 Tagen, ist das die Vergangenheit. Bei mir baut da Winkeln rein. Das ist doch logisch, das Rohr ist doch viel zu dünn. Und die Netze sind so schwer, das zieht sich doch zusammen. Ich nehme mich schon wieder so was von dem Brass, weil ich habe mir das nämlich gedacht. Ich habe zu Biffen auch gestern gesagt. Das müssen wir fertig machen. Und da fing das an zu gießen hier. Und da konnte ich das Schweißgerät ja nicht rausholen. Aufgabe Nummer 1, mir fährt ein Trecker raus. Aufgabe Nummer 1 ist erstmal Platz machen. Hey, was ist das? Ich fähr aus. Da hat Wilfried dir doch einen Schlüssel gegeben. Leg dir eine Wurzel, weil er nichts anderes zu tun hat mit dem Scheiß. Ich dachte, du willst eine Wurst. Nee, aber eben. Ich sag da gar nichts mehr zu. Wird dir nur ein Tag benehmen, wird mir nur ein Tag gelingen, wo dir Benehmen beigebracht wird. Ich kann nichts anschmeißen, wenn ich flitzen muss, vorglühen. Mann, der ist so ungeduldig. Zuschauer, bevor wir loslegen mit dem Video, alle auf Teilen drücken, weil jetzt geht's wirklich los. Aufräumsystem mit Udo. Anhänger kommt, ist besser, wenn du zur Seite legst, ansonsten, pass auf! Oh, du bleibst da auch so stehen, hätte dich unter Kopf gefahren. Stopp, halt. Ey, bist du noch ganz dick? Mir hat das jetzt seit 100 Mal gesagt. Mir läuft jetzt ich hau ihn die Latte um die Ohren. Ich hab das jetzt 100 Mal erklärt. Aufräumen, Mr. Stain mit Udo. Komm mir wieder um die Ecke und frag mich, wie du musst das erklären. Wie oft soll ich das denn noch erklären? Das 100 Mal mein... Hey, bitte, du legst mich auf. Geh da hinten hin. Setz dich auf den Stuhl. Mach irgendwas, aber nerv jetzt nicht. Hier ist eine dynamische, schöne, saubere Aufnahme von dem, was hier drin ist. Und dann legen wir deine Stimme drunter. Und du kannst ganz ruhig und toll erklären, was wir vorhaben. Wollen wir es so machen? Ja, bitte, mach es. Aber mach es einfach. Weil das Machen und Stehen sind zwei Unterschiede. Weil Machen, da tust du was. Und Stehen, da stehst du nur. Das ist genauso wie Schlüpfer dreckig und Schlüpfer sauber. Das sind unsere Vereinsgaragen und die werden jetzt komplett vernünftig einmal aufgeräumt. Alles, was wir nicht mehr brauchen, kommt weg. So, und ich hoffe, dass das dann auch so bleibt, wie wir das aufgeräumt haben. So, und jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich bin nämlich im Brass. Ich bin ja unwahrscheinlich im Brass. Damit das jetzt eben vernünftig läuft, Udo, ne? Helfe ich dir und ich übernehme die Planung, dann läuft das. Ich hau dir gleich die Planung so weit um die Ohren, da kannst du mal hingucken. Planung, hier brauchst du nicht Planung machen. Hier, Planung machst du beim Pflastern oder irgendwas anderes. Hier mit System mit Udo aufräumen. Oh, dein System sehe ich ja, mein Freund. Dein Oller Föhn liegt da, deine olle Werkzeugkiste, die liegt da auf 7:30. Hat wie viel hier alles reingebracht? Was du planen kannst, ist Familienplanung machen, aber doch nicht hier Planung. Was kommst du? Bei Udo in Planung eingucken, einmischen. Wer hat da die ganze Soße hingebracht? Räumen wir jetzt erstmal hier alles raus. Außer die Tore, würde ich sagen.
Da kommen die anderen Pfosten auch wieder mit rein. Aber der andere Kram, da kommt erstmal alles runter. Udo, ich dachte, heute ist Planung mit System mit Udo. Wir kochen schon wieder. Wie viele Tore wollt ihr eigentlich noch bauen? Wir haben überall Tore stehen. Und da liegen noch mal zwei Tore. Wollt ihr die auch noch zusammenbauen? Nee, die oder anderen was? Sind kaputt, die anderen zwei. Hast du es nicht gesehen? Die anderen zwei großen. Die werden geschweißt. Ich habe einen Kollegen, der hat einen Wick-Apparat, der kommt in den nächsten Tagen. Und dann willst du die wieder schweißen? Nein, der macht er. Er ist Wick-Schweißer. Was ist da eigentlich mit dem Pfannzaun passiert? Hey, sei einfach ruhig. Das ist das eben nicht. Ja. Das sehe ich jetzt erst, Udo. Ja, der hat, da kommt Winkelverstärkung rein. Ich hier eine Krise. Ich kriege hier so eine Krise. Ich dachte, wir wollten aufräumen. Warum machst du da drauf aufmerksam? Stahl kommt weg. Holz wird klein geschritten. Schnitten. Oh, ich kriege... Das ist das. Ich muss einfach ruhiger werden jetzt. Ich will einmal System in diese Bude reinkriegen. Das System heißt System mit Udo. Bitte hört einfach mal auf mir. Einmal nur. Einmal bitte. Wir präsentieren jetzt das System mit und von Udo. Das ist also das berühmte System mit Udo. Ich System euch gleich ein. Alle. Wisst ihr, jetzt reicht's. Legt an, wenn es funktioniert. So. Die fahren alle vernünftig in die Ecke. Wer hat die denn jetzt da hingestellt? Wer hat die Fahnen gestern Abend am Spiel eingesammelt? Das bist du doch hier. Ja, und warum sind die hier? Ich bin hier, Ja, ich auch gesagt. Was ist eigentlich mit dem Werkzeugkoffer passiert, Udo? Ja, weil da geht da ja jeder ran. Wir wollen ein Ende haben. Mir kriegt vernünftige Werkstatt. Und dann wird das über Monate richtig schön gepflegt und dann wird der Zuschauer richtig blöd gucken, dass ich wirklich System drin habe. Jetzt die Kamera irgendwo fest positionieren und du packst auch mit. Oh, ich bin schon wieder so im Brass. Du packst dann auch mit an, bitte. Ja. Ich brauche einen Hammer. Oh, ihr habt nichts, habt ihr. Das ist das nämlich. Ihr wisst selber nicht, wie ihr eure Werkzeuge habt. Zieht! Was ist? Da hat der wieder eine Wurst da reingelegt. Udo-System, Holz zu Holz, Metall zu Metall. Und Wurst zu Wurst. Hier, Wurst hat mich schon zwischengelagert, systemartig hingelegt da. Haubes? Wer hat das da alles reingelegt? Wo liegen die Rohre? Das ist ein Plastikrohr! Oh, schrei doch nicht so. Du wirst sowas weggeschmissen, das sind Eckfahren. Auf Reserve. Deine Reserve-Eckfahren hast du hier zwischengeschmissen, Udo. Oh, ja, yes. Hier, Besenstiele, habe ich wochenlang nach gesucht. Und hier werden sie einfach abgelegt. Die Goldschätzchen, wieder 2,50 Euro pro Stiel gespart. Heute sogar sparen mit System mit Udo. Ja, und bis hier, ich sag, habt ihr das gestern ja schon angekündigt. Wenn Udo mit System arbeitet, dann wirst du Goldschätzchen, wirst du dann sparen. Sparen? Sparen. Heißt doch sparen. Mir muss wegreißen. Bevor dir wieder was auf den Fuß fällt und du wieder 4 Wochen kein Fußball spielst, was du eh nicht machst. Optimale Rohre für die Eckverstärkung dahinter, das gerade kommt. Mir fehlt richtig Goldschätze. 36 Jahre mit Metallfahrer und du willst mir sagen, was Alu ist und Eisen ist. Dann hörst du doch, dass das Eisen ist. Und jetzt reicht's. Ihr hört das geräuschmäßig. Mir einer erzählen, was Metall ist und was Alu ist. Kann Elefanten von Nilpferd nicht unterscheiden. Elefanten hat einen Rüssel. Und Nilpferd hat keinen Rüssel. Hier, Goldschätzchen. Haha. Weißt du, was das ist? Ein Pferd. Udo, ist das auch Alu? Mir haut dir gleich Alu im Ohr zu. Das ist Metall. Marcel, pass auf. Ich geb dir meinen Metallunterricht. Pass auf, hör genau zu. Warte. So, hier. Eisen. Okay. Unten, das werde ich dir nachher zeigen, das, was da liegt, Alu. Klingt hohl. Genauso hohl wie dein Körper. Das ist alles jetzt hier fest. Hey, stopp! Aber ganz schnell. Was ist? Das sind Hülsen für Ton. Jetzt wird aber langsam wieder ein bisschen durcheinander. Mit da die Hülsen für die Haupttore raus. Nee, kann man nicht wissen. Darum sage ich ja, aufräumen mit System mit Udo. Was fällt dir auf mit der Stange und der... Pass auf, und der Stange, die du gerade als Eckverstärkung haben wolltest. Die ist stabiler. Halt den. Die ist stabil, so. Ja.
Also nimmst du die lieber, ne? Ja, das weiß so. Ich. Ja, genau. Oh, ey, ganz ehrlich, wirklich. Metallkunde mit Udo, erklär. Alu, Eisen. Woran erkennt man das? Erstmal leichter. Das ist Eisen. Wieso lacht ihr jetzt blöd? Ich war wie ein Boxjunge. Ist auch genau lustig hier, ne? Das Problem bei der Erklärung gerade mit den Tönen, dass du eine Eisenstange gegen eine Alustange genommen hast. Ja, mir war ein bisschen dusselig. pass auf, hier, das ist Alu, das ist. Hörst du? Marcel, hast du es jetzt mitgekriegt? Ich weiß, du sitzt auf Büro. Und Büro haben sie nur Sitzfleisch und Kugelschreiber in der Hand. Und ab und zu müssen sie dann, wenn sie einen Bleistift haben, auch nochmal anspitzen. Das ist euer Aufgabenbereich. Wir mit 36 Jahren mit Metall verheiratet, mit Alu verheiratet, mit Niro verheiratet. Vor allem mit Pausen verheiratet. Eine Pause gehört dazu. Wer gut arbeitet, hat auch eine Kaffeepause verdient. Ja, bei dir ist ja eher, wer gut Pause macht, hat auch mal verdient, kurz zu arbeiten. Mhm. Liebe Zuschauer, merkt ihr gleich oder wollt ihr wissen, was Alu ist? Wenn mir das umwickelt, Hals zuwickelt, dann merkt ihr das auch, dass das Alu ist. Und nun nochmal zu den Pausen. Wir arbeiten. Und was ist der Unterschied zwischen wir arbeiten und da steht einer mit der Kamera? Kriegst du zu viel. Aber wir haben Spaß dabei. Ja, das ist das Wichtigste. Mir liebt ja Spaß, ne? Aber mir liebt auch die Ernstigkeit. Also das will ich auch jetzt sehen. Ich mache mir jetzt eine Zigarette. Ich mache jetzt eine Pause. Und ihr könnt ruhig weiter. Geh dann weg mit dem Antilopenkörper. Was sind meine grünen Augen da? Was willst du denn? Jetzt kommt die richtige Arbeit und die mache ich. Was denn? Sägen. Liebe Zuschauer, dafür alle auf Teilen drücken. Wilke arbeitet wirklich. Wenn mir der einen Tag noch erleben darf, dass du arbeitest. Säge. Du lässt mal laufen. Danke, Udo. Das ist wie beim Flexen, was du mir erklärt hast, ne? Ja, aber du drückst doch. Du machst doch den... Zeig das doch mal, wie du die Säge angesetzt hast. Zeig ihm. Ich war ja so. Mann, Gott, ey, ich hatte das... Du hast das gesehen, Marcel, ne? Er hat die wirklich so angesetzt. Ich konnte das nicht filmen, aber du hast die falsch rum angesetzt. Willst du mir erklären, wie das geht und setzt die Säge falsch rum an? Ihr seid wirklich solche Schlüpfer. Warum wir? Du... Was ist? Akku ist leer, weil du so gedrückt hast. Nein, du musst den Pinökel da nach unten drücken. Welche Pinökel? An der linken Seite, an der rechten. Ja, den eindrücken. Den? Ja, und dann den Knopf drücken. Geht nicht. Doch, du musst ihn runterdrücken. Ja, so, wie hältst du die Säge denn? Man nannte mich auch früher den ostfriesischen Hulk. Wer weiß, mein Körper ist eine Waffe. Warum gibt man mir eine Säge? Ah! Dann kannst du dich ja finden. So blöd wie du bist, du musst das mittiger machen. Ja, los. Jetzt zeig mal, was du für eine Waffe bist. Los. Nee. Udo, nein. Mit dem Knie hast du gesagt. So, schön. Ja, verkehrte Latte genommen. Nee. Hey, Die musst du jetzt mit dem Oberschenkel durchhauen. Das schaff ich nicht. Nee. Nein, draufhauen. Das schaff ich nicht. Ich schaff das. Ja, dann zeig mir das. Oberschenkel wie ein Pferd, ne? Ja, zeig. Du musst ihn ja auf den Muskel treffen. Ja, nutze. Ja, brauchst. Oh. Mir ist jetzt auch dran, warte. Hier mit dem Oberschenkel. Oh, ja, bist du bescheuert oder was? Ja, hat was. Ein Dickerin. Nein! Jetzt. Ein Dickerin. Mir macht das nicht. Aua! Satan! Ihr kaum geht das Krieg! Ach, so ist so ein Bild. Hau ab! Geht der mit dem Rohr bei dir? Kannst du nicht erfinden! Das kannst du aber auch falsch verstehen, dass er mit dem Rohr bei dir startet. Hey, mir hat Schmerzen. Du kannst. Das war die Rache. Dafür, dass du seine Finger eingeklemmt hast. Ja. Dass wir erstmal den Stahl drauf haben und den Zinn und ganz oben dann Alu. Ja. Sonst hast du ja mal letzten nachher. Gerade wird jetzt auch schon die Garage leer geräumt, wo die Werkstatt nachher reinkommt. In deiner Hand. Ein Apfelkuchen von Oma. Da siehst du doch, dass das eine Pumpe ist. Eine kaputte. Du musst dir vorstellen, was hier jahrelang am Müll angesammelt worden ist. Nichts ist weggeschmissen worden. Könnte ja noch gebraucht werden.
Die Zeiten sind um. Hier wird jetzt richtig mit System. Kann mir mal einer erzählen, was das ist? Das ist abgebrochen irgendwo und das wurde dann behalten. Das könnte man ja noch irgendwie wo unterstützen. Geh da weg mit deinem Fliegenkörper da und zack. Hier ist ein Müll. Da könnte man auch vielleicht eine Zeitungsbox draus bauen. So ein Rohr, oder habe ich immer eine Verwendung? Oh, wah! Und jetzt hau ich dir das auf. Lass es doch bitte. Wir waren doch so gut auf dem Weg, das Ohr wegzulassen. Scheiße, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hier, meine Handschuhe, die habe ich schon seit einem halben Jahr verloren. Als Art Schraubzwinge können wir noch gebrauchen. Wird dann nachher, wenn die Werkstatt eingeräumt ist, schön auf dem Tisch festgebohrt. Die Werkzeugkiste kommt in Feuer. Willst du die haben? Kannst du den Wald laufen und mit Hänsel und Gretel spielen? Und kannst dann singen. Hör auf, jetzt kommt's. Hänsel und Gretel, die gingen durch den Wald. Da kam sie am Häuschen, da war es finster und kalt. Warum ist es denn kalt beim Häuschen? Es ist doch warm. Nee, ich war draußen. Draußen war es kalt, du Heiopai. Drinnen ist warm, aber ich war ja noch nicht drin. Ich habe jetzt keine Zeit mit dir über Hänsel und Gretel zu diskutieren. Mir muss ich mit dem System aufräumen. Gute Alustücke können weg. Ich knall ihn jetzt an. Wecke, ich geb dir jetzt die allerletzte. Dann sagst du noch zu mir, willst du das auch wegnehmen? Und dann hast du schon wieder so eine Wurst da reingelassen. Versteck deine Wurst da drin. Mir wird sowas von schlecht. Kannst, ich weiß nicht, wie die da reinkommen. Nee, die ist geflogen. Ja, Dr. Flügel. Kannst du einmal mit System auch dann mit mir arbeiten? Mit System? Geht das? Das ist ein Spuckrohr, die kannst du da rauspusten. Udo, wenn du da, man kann da jetzt eine richtig schlechte Aufnahme von, pass auf, wir machen jetzt eine richtig schlechte Aufnahme, als wärst du im Urwald und das ist ein, weißt du wo, ein Spuckrohr, wo du einen Pfeil drin hast, nur dass du einen Wurstpfeil hast. Ja, aber ich könnte auch in Australien sein, bei den Richie's Men oder wie der heißt. Bei die wem? Haben, bei den Richie Men, die haben ja immer so. Wie heißen die? Richie's, aber Nanichis oder Richie's oder wie heißt. Aber Nanichis oder wie heißen die auch noch? Aber der Nitschi, sie machen da so eine Musik in australischen Urwald. Aborigines. Ja, Aborigines, ja, habe ich doch gesagt. Ja, nur jetzt ein Wort verkehrt. Aborigines, das meine ich ja. Pass auf, wir machen hier so eine richtig schlechte gestellte Szene. Ja. Dass du ein Spuckrohr hast mit einem Pfeil drin. Ja, nachladen. Du willst eine Wurst. So. Ich auf Leiter. Ja. Oh. Ich zieh noch Leiter hoch. Ja, ich krieg das Ding hin. So. Boah, ist ja ekelig, ja. Ja, hör auf, jetzt zieh die Leiter zurück. Jetzt muss Kevin wieder kommen, ne, sonst? Ja, das ist Kraftakt, ist das. Hey, komm so bitte nur. Leute. Nee, anstatt einem einmal. Ich darf ja nichts sagen, sonst reißt das Ding drunter und dann liegt er wieder unten. Ehrlich? Lass das Ding so liegen. Wir wollten das ja vernünftig. Ja, aber ich bin alleine. Ich bin Zwerg gegen sowas. Du da dann auf. Ja, aber haust du so gegen die Kamera, Mann. Ja, du bist auch auf einmal bist du wie so ein Wiesel, stehst neben mir. Kamera nicht angehabt, aber er hat mir voll in die Kamera gehauen. Ja. Das ist also Ordnung mit System mit Udo. Ja, Ordnung mit System mit Udo. Wenn ich jetzt ein Starker hier noch mit anfangen will, dann würden wir das auch hinkriegen. Nee, ich hab da keinen Bock mehr, mich darüber aufzuregen, weißt du? Mach die Kamera eben aus, du packst mit an und filmst dann, wie das schön ist.
du jetzt denn genau machen? Ja, ich hatte eigentlich vor, so jetzt aus diesen hier so einen erotischen Schlüpfer zu basteln. Wenn ich die dann verpasse, dann will ich vernünftig hinlegen und vernünftig reinstecken. Nee, bei aller Liebe. Wenn es weitergeht, ne, dann explodiere ich hier gleich und das ganze Dorf ist in Schutt und Asche. Nach vorne hin. Wenn ich das schon wieder sehe, wie umständlich du das machst. Ey. Ja, natürlich, das sind sie. Hau du mal einen Latte drüber. Ja, schon wieder eine Latte drüber. Was war das? Meine Mutter Stringtang hat, den habe ich runtergeschmissen. Guck da Nagel rein, aber hat die Höhe nicht berechnet. Guck mal, wo der Nagel jetzt rauskommt. Der kommt irgendwo hier raus. Jetzt war hier so schlecht. Kann man so dämlich sein, echt. Haut und, also wirklich, ganz ehrlich, haut da Nagel rein. Wilfried, laut den Lappen, werfen. Liebe Zuschauer da draußen, da sagt ja der eine oder andere, boah, der Wilke ist ja faul, der packt nicht mit an, aber wenn ich nicht filmen würde, dann würdet ihr all das ja gar nicht sehen, was hier passiert. Ja, der Motorbogen. So, herrlich. Die Idee, ne? Hier muss eine Schraube rein. Laut Lien. Ja, laut Lien. Aber ich dachte, ja, warte, morgen früh bin ich dann wieder da. Wir wollten das aber doch vernünftig machen. Das ist doch jetzt keine Lösung. Nee. Ihr haut da einfach eine Latte vor. Ja. So. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja, darfst du gerne, Wilke. Das ist jetzt Aufräumen mit System mit Udo. Nee, das ist kein Aufräumen mit System, aber wenn alle abhauen und das Zelt ist riesig, also das, ihr könnt euch das nicht... Aber ich hätte jetzt eine andere Lösung gehabt. Ja, ich hätte das wieder rausholen, sauber machen, ja. Vernünftig aufnehmen, reinpacken. Ja, natürlich. Ich habe den jetzt nicht ganz reingehauen, ich habe den krumm gehauen. Dann kann ich den nämlich so anziehen und dann ist er wieder los. Doch wieder eine Doppelfolge, wa? Ja, was meinst du eigentlich, dass er dann einfach so schnell aufgeräumt ist, weil in den letzten 60 Jahren hier angesammelt worden ist? Aber du hast doch gesagt, aufräumen mit System mit Udo. Ja. Und dann wird das heute nicht fertig. Ja, wenn du mit System aufräumst. Ich kann auch Halbsystem machen. Das heißt, Hälfte lasse ich liegen. Mittwoch kommt fertige Video mit System mit Udo und mit Garage aufräumen. So, dann ist das komplett fertig. Das verspreche ich euch. Liebe Zuschauer, bitte drängt dran. Einmal drauf. Ich weißt du, ich kriege hier eine Krise. Ich bin so nervös und nervös nicht, aber so aufbrausend letzte Zeit, weil nichts funktioniert da hinten. Also, liebe Zuschauer, nochmal, bitte auf Teilen drücken, damit unterstützt ihr uns, das wäre toll. Und jetzt alle, die dann einmal am Meckern sind, wann kommt dann das, die zwei Challenger? Einmal Badminton und einmal Fußball. Dafür brauchen wir einen Kameramann. Unser Kameramann arbeitet bei der Bundeswehr und der hat auch nicht laufend Zeit, also müssen wir uns nach ihm richten, wann er Zeit hat. Also bitte habt da Geduld. Wir haben zwar angesagt, aber er hat leider momentan keine Zeit. In den nächsten Wochen kommen beide Videos, das versprechen wir euch. So. Liebe Zuschauer, mir soll jetzt ein Outro machen. Mir hat keine Ahnung von Outro, nicht? Aber lasst einen Daumen unter den Kommentaren drin oder abonniert unseren Kanal oder wie auch immer. Ich hab da auch keinen Bock mehr. Du hast dir nicht ein Wort gemerkt. Nee. Nicht ein Wort hast du dir gemerkt. Weil alles zu viel ist. Wir machen hier jetzt ein Outro, sagst du. Ich weiß doch noch nicht mal, was Outro ist. Abonniert jetzt den Kanal, mir hat auch keinen Bock mehr hier. So, tschüss. Nee, du lachst. Was ist ein Outro? Das kommt am Ende. Ja, Outro, da kannst du mal sagen, das ist Schlusswort. Du bist sowas von kompliziert, bist du. Outro, Outro. Oh, ich mach jetzt ein Outro. Da liegt ein Haufen. Der muss jetzt in die Schubkarre. Blödsinn, Outro.